Hallo zusammen. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Und zwar habe ich mir dieses schöne Stück bestellt. Gekauft haben wir das Ganze beim Modellbausender Bochum. Da erstmal vielen Dank für die schnelle Lieferung. Sonntagnachmittag bestellt und am Dienstagmittag kam es schon an. Dank DHL. Also da, das ist wirklich gut. Jo. Was haben wir hier? Wir haben hier von Apsima den Porsche 911 im Maßstab 1 zu 8. Und zwar in der Elektrovariante, also mit Brushless Motor. Und den werden wir uns jetzt mal angucken. So. Hier haben wir erstmal ein Bild von der Seite, ohne Karosserie. Tun wir mal weiter gucken. Hier gibt es schon mal ein Bild von hinten. Ja, einmal von der Seite. Bei dem Modell haben wir einen 360 mm Radstand. Diese Fahrzeuge, die gibt es in zwei verschiedenen Radständen. Das heißt, einmal 330 mm und einmal 360. Und das Ganze, das ist jetzt hier der lange Radstand. Ja. Und das Ganze werden wir jetzt erstmal öffnen. Das ist schon auf. So, ja. So, was haben wir hier? Bitte beachten. Okay. Sieht man das? Ja, müssen wir eigentlich lesen können. Und zwar, hier steht jetzt nur drauf, dass man die Karosserie, also die Karosseriehalter, die soll man sich selber passend einstellen. Das ist kein Problem. Das werden wir hinbekommen. So. Dann haben wir das ist uninteressant die Bedienungsanleitung. Beziehungsweise eine Aufbauanleitung. Und zwar hier sind bei allen Teilen sind hier auch die Bestellnummern mit bei. Ja, das kennt eigentlich jeder. Hier sehen wir gerade, das ist, wird wahrscheinlich für viele interessant sein. Die ganzen Spurstangen, die verbaut sind, dafür braucht man einen 5 mm Maulschlüssel.
Kiste. Hinten gibt es nochmal eine Explosionszeichnung. So, legen wir das mal zur Seite. So, Anleitung für die Fernbedienung. Das ist diese. Diese Fernbedienung, die habe ich schon mal bei einem Modell gehabt. Also die Fernbedienung, die ist völlig in Ordnung. Da kann man nichts meckern. So, Antennenröhrchen, das legen wir mal zur Seite. Das brauchen wir später. Anleitung für Motorregler. Dann gibt es hierzu noch einen Blindanschluss. Dann haben wir diese Servohörner, zwei Stück. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das Ersatz ist oder ob die eine andere Verzahnung haben. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Und natürlich für die Federbeine noch diese Clips, um die Federn zum Vorspannen. So, dann haben wir hier die Fernbedienung. Na, geh auf. Da kann man hier hinten unter dem Deckel, da hat man halt noch verschiedene Möglichkeiten zum Einstellen, Lenkung und so weiter. Und da das Ganze unter dem Deckel ist, kann man hier nichts verstellen. Also hier die Fernbedienung, die ist wirklich nicht schlecht. Hier kommen auch nur 4 Batterien rein. Das ist sehr gut. Die Fernbedienung, die hat eine Ladebuchse, falls hier drin Akkus verwendet werden. So, dann gucken wir uns das Modell mal an. So, bei der Karosserie ist der Heckspoiler mit bei. Das ist quasi so ein kleiner Bausatz, den muss man sich selber zusammenschrauben. So, die Karosserie, die ist komplett beklebt. Und das, was ich jetzt hier so fühle, ich würde jetzt mal sagen, die Karosserie, die ist aus 1 mm Polycarbonat. Die macht einen recht stabilen Eindruck. Also das fühlt sich jetzt alles recht steif an. Ich muss sagen, das ist wirklich ein Max-Ding. Zur Gesamtlänge. Wie groß ist der? 20, 30, 40, 50, 60. Also fast 70 cm Gesamtlänge haben wir hier. Tun wir die auch mal zur Seite. Und dann gucken wir uns jetzt das Chassis mal an. Wir sehen, hier hängt noch Pappe drunter. So. Jetzt machen wir erstmal Werbung für Knipex.
Warum ist der Reifen ölig und fettverschmiert? Warum ist der Reifen verschmiert? Sag bloß, hier ist schon irgendwie ein Federbein undicht. Und Leute. Also, Federbeine sind hier keine undicht, aber ich frage mich trotzdem, warum ist der Reifen beschmiert? Was soll das? Ach nee, hier ist aus dem Differential was ausgelaufen. Sieht man das hier hinten? Und zwar hier hinten. Hier ist alles mit Öl beschmiert. Das ist jetzt nicht so toll. Das heißt, das Ganze, das werden wir nachher erstmal mit Bremsenreiniger sauber machen. Was ist das denn? Und zwar hinten bei diesem Diffusor, den man auch schön als Griff nehmen kann. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, als wäre das mal warm geworden und hat sich ein wenig verformt. Der ganze Querlenker, der ist auch mit Öl beschmiert. Da hat wohl das hintere Differential einen kleinen Schaden. Deswegen werde ich das Modell aber nicht zurückschicken. Das kriegen wir alles selber hin. So, dann wollen wir mal weitergucken. Also, wie vorhin schon gesagt, wir haben hier den 360 mm Radstand. Wir haben Allradantrieb. Wir haben kein Mitteldifferential. Wir haben nur ein Differential an der Vorderachse und an der Hinterachse. So, zur Getriebeübersetzung. Serienmäßig ist hier verbaut ein 16er Motorritzel und ein 4210 Hauptzahnrad. Differentialöl, die hier drin sein sollen, laut Hersteller. Das heißt, vorne haben wir ein 10.000er Öl und an der Hinterachse haben wir ein 5.000er Öl. Und in den Dämpfer soll 450er sein. So, jetzt wollen wir gerade mal hier reingucken. Und zwar, das Hauptzahnrad, das ist hier in der Kunststoffvariante. Das müsste aber glasfaserverstärkter Kunststoff sein. Und zwar haben wir hier ein Modul 1, so wie man das auch bei den ganzen Buggies und Monster Trucks kennt. Da
Das sieht man hier, das Hauptzahnrad ohne Mitteldiff. Wir haben an Vorder- und Hinterachse haben wir Stabilisatoren. Der Servo, der hier verbaut ist, das soll ein 9,5 Kilo Servo sein, also 9,5 Kilo bei 4,8 Volt mit Metallgetriebe und Kugellager. Und ob der Servo was taugt, das werde ich natürlich bei der ersten Probefahrt feststellen. Und falls der nichts taugt, dann werden wir natürlich einen neuen kaufen. Und falls ihr wissen wollt, welche Servos ich bevorzuge, ich bin mit den Servos von Bluebird, bin ich sehr zufrieden. Andere Leute sagen natürlich dann auch wieder was anderes. So, dann kommen wir mal zum Fahrtregler. Der Fahrtregler ist ein 120 Ampere Regler ohne Sensor und der ist für zweipolige und vierpolige Motoren ausgelegt. Der Motor, der hier drin ist, das ist dieses schwarze Ding, das ist ein 2300 kV und der kann maximal 4S. Zur Leistung. Der Motor wird mit 650 Watt angegeben. Halt. Der Motor kann 6S. Ich habe mich hier gerade auf meinem schlauen Zettel verlesen. Also der Motor, der kann 6S und der Fahrtregler, der kann 4S. Der Motor hat ein 36 mm Durchmesser und er ist 68 mm lang. Und das wollen wir gerade mal nachmessen. Und zwar 68, kommt das hin? Ja, 68 mm. So. Wir wollen gerade mal gucken, was wir hier an maximaler Länge reinbekommen würden. So, das wäre ungefähr, also das ist jetzt Maximum, was gehen würde. Das heißt, wir würden hier maximal reinbekommen 81 mm. Das ist sehr gut, weil die meisten Motoren aus dem Zubehör oder von anderen Herstellern, die haben irgendwie 74 oder 76 mm. Das heißt, von der Baugröße, also von der Länge, da muss ich gar nicht so viel beachten. Da kann ich eigentlich alles Mögliche hier einbauen. So, was haben wir noch? Das Modell wird mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h plus angegeben. Wir werden natürlich einen Speedrun machen mit dem kleinen GPS-Gerät. Und was gibt's noch zu sagen? Einen riesengroßen Schaumstoff-Rammschutz haben wir vorne. So sieht der Chassis von unten aus. Das Hauptzahnrad, das sieht man hier. So.
So, die ganzen Schrauben, die verbaut sind, das sind alles in Sechskant, also Imbusschrauben. Hier seht ihr den Motor mit dem Ritzel. Dann haben wir zwei Akkufächer, die mit Klettband ausgestattet sind. Gerade mal gucken. Wir haben an der Vorderachse CVD-Wellen, Hinterachse und die zwei mittleren Kardanwellen, das sind einfach Knochen. RC-Box haben wir hier neben. Hier können wir dann nachher das Antennenröhrchen noch drauf basteln. An- und Ausschalter mit Schiebeschalter. Federbeine, die müssen natürlich nachher mal ein bisschen eingestellt werden. Leute, was ist das denn? Ich sehe jetzt gerade das Federbein hier vorne. Da fehlt anscheinend irgendein Einsatz. Das wackelt sehr. Hier ist ein Kunststoffeinsatz drin. Das wackelt nicht. Und der Kunststoffeinsatz, der fehlt hier. Also, hier vorne fehlt ein Kunststoffeinsatz und hinten ist am Differential irgendwas undicht. Ich glaube, da muss ich mal das Modellbausender Bochum mal anschreiben, was die dazu sagen. Jo. Ach so, was wir gerade noch machen. Ich weiß jetzt gar nicht, was das Modell wiegt. Das Modell wiegt knappe 3,5 Kilo. Zu den Reifen. Ob die Reifen was taugen, das werden wir natürlich auch bei der ersten Probefahrt feststellen. Und ja, dann würde ich sagen, also ein Speedrun, der kommt, die erste Probefahrt, das kommt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.